Steven Lang bringt den Ball zur Mitte und tatsächlich ist der Ball schon drin. Nicht einmal 2 Minuten hat es gedauert und Servette führt hier in Lausanne mit 1:0. Schauen wir nochmal genau hin. Tatsächlich, da ist ein Lausanne-Spieler als letztes am Ball und zwar Guillaume Katz, der bislang eine sehr, sehr solide Saison spielt, auch wenn diese erst 2 Spiele andauert, aber in diesen beiden Spielen einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen hat. Matt Musilou, viel unterwegs da vorne, der Kongolese, zurückgelegt auf den Landsmann und der Abschluss, Kanon und Tor! Das war eine Co-Produktion. Musilou, Malonga und Sanogo. Er ist es letztlich, der profitiert. Inwiefern da dieser Stolperer von Malonga die Servette-Verteidigung überrascht. Gut ausgegangen. Schoßlein Roth, der Ball ist durch. Malonga mit der Möglichkeit. Tor! Lausanne! 2:1 in der Nachspielzeit, kein Offside. Nach dem Zuspiel von Jocelyn Roux dann ganz, ganz abgeklärt, wie das der 25-jährige Kongolese tut. Also, erstes Super League-Tor für ihn und das könnte durchaus ein ganz, ganz wichtiges sein. 2:1 führt Lausanne dank diesem Tor von Chris Malonga. Zweimal bereits an der Linie vorne. Achtung, jetzt aufgepasst. Das ist rot, das ist das 3:1 für Lausanne. Mann, oh Mann, was war das für ein Ausflug von David Gonzalez? Schauen wir nochmal genau hin. Er ist es nämlich, der da zusammen mit Mike Gomez Jocelyn Roux nicht im Griff hatte. Und der 25-Jährige, der trifft zum ersten Mal in dieser Saison. Lausanne lässt es also ziemlich krachen und das war vorzüglich gemacht. Noch einmal der Marokkaner, gutes Auge, Sanogo. Jetzt läuft die Kugel, Musilou. Was macht er? Doppelpass, klasse gemacht, Musilou, 4:1. Wow! Klasse, Jaxi, dann Sanogo. Das ist Musilou, hat das Auge. Roux spielt den Ball tief und Musilou vollendet. Sanogo, klasse Spiel von ihm. Sanogo, 5:1. Aber das ging auch wieder zu einfach. Grippo hat sich gelöst, ist nach draußen gekommen. Hat Malonga angegriffen, aber eben auch nicht so richtig. Alabieri hat ein Nachsehen mit den Servettiens. 5:1. Ja, Sie haben richtig gehört. 5:1 gewinnt das Team von Laurent Rousset. Das erste Le Mans Derby.